Ja, herzlich willkommen zur heutigen Diskussion. Bevor wir einsteigen, gibt es eine kurze technische Bemerkung von mir in Englisch. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to today's book presentation. The event will be held in German, but translated into English. So please click on the globe icon at the bottom of your screen. If you need translation, you can choose either German and English or English, and we recommend to mute the original sound if you use translation. Thank you very much. Nochmals herzlich willkommen zur heutigen Buchvorstellung und Diskussion des Buches Welche Grenzen brauchen wir? Ich halte das mal hier kurz in die Kamera. Mit dem Autor und Migrationsforscher Gerald Knaus im Gespräch mit Kirsten Maas-Albert, der Leiterin des Afrika-Referats der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Antonie Nord, ich leite die Auslandsabteilung in der Heinrich-Böll-Stiftung und ich freue mich, dass so viele von Ihnen und euch hier heute dabei sind, virtuell dabei sind, obwohl wir mitten in der Vorweihnachtszeit sind. Liebe Gäste, das Thema Migration ist ja wegen der ernsten Corona-Lage jetzt nicht mehr ganz so präsent in den Medien, wie es mal war, aber die Dringlichkeit, endlich Versäumnisse in der Grenz-, in der Asyl- und in der Migrationspolitik anzugehen, ist natürlich ungebrochen. Die Tatsache, dass tausende Menschen auf den griechischen Inseln in provisorischen Zeltlagern unter menschenunwürdigen Bedingungen ausharren, teilweise ohne Zugang zu rechtsstaatlichen Verfahren, ist für viele das Symbol geworden für das Versagen der europäischen Flüchtlingspolitik. Und dieses Versagen hält ja an. Sie haben wahrscheinlich alle die Bilder gesehen von dem Wassereintritt in den Zelten etc. Dass es keine einfachen Antworten und Lösungen auf diesen Themenkomplex Flucht, Migration und Asyl gibt, ist klar. Aber es ist auch klar, dass uns Abschreckung oder politische Schnellschüsse nicht weiterbringen, sondern oft nur zu Scheinlösungen führen, die eher aus wahlkampftaktischen Gründen präsentiert werden, als um wirkliche Lösungen zu finden. Aktuellstes Beispiel für einen solchen Schnellschuss ist aus meiner Sicht die von der deutschen Innenministerkonferenz beschlossene Aufhebung des Abschiebestopps nach Syrien. Dieser Beschluss ignoriert nicht nur die flächendeckenden und systematischen Menschenrechtsverletzungen in Syrien, die ja von Folter über erzwungenes Verschwindenlassen bis hin zur Tötung reichen. Er ignoriert auch Fragen einer möglichen Umsetzbarkeit, denn es gibt ja keine Kooperation mit dem Assad-Regime und es kann sie aus meiner Sicht auch nicht geben. Der Beschluss passt aber in eine Migrationsdebatte, die von Mythen und Vorurteilen geprägt ist, in der auf allen Ebenen, sowohl gesellschaftlich als auch politisch, die Fronten extrem verhärtet sind und in der Sachargumente oder die Ergebnisse von Migrationsforschern und Forscherinnen oft überhört werden. Was aus unserer Sicht vielmehr notwendig ist, ist zum einen die Analyse zu den komplexen und sehr multidimensionalen Ursachen von Flucht und Migration als Voraussetzung für ihre politische Gestaltung. Daran arbeiten wir in der Stiftung, daran arbeiten natürlich auch viele andere Organisationen. Und ein Ergebnis dieser Arbeit ist das von Kirsten Maas-Albert konzipierte Buch Die Orangen in Europa schmecken besser. In dem Buch geht es um die vielfältigen Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen. Und es wird sehr deutlich in diesem Buch, warum viele Konzepte zur sogenannten Fluchtursachenbekämpfung nicht funktionieren können. Zum anderen brauchen wir eine sachliche Debatte über mögliche Lösungsansätze, die im Idealfall Perspektiven aus den Herkunftsländern, aus den Transitländern und aus den Ankunftsländern berücksichtigt, Perspektiven und Interessen. Das hat mir auch sehr gefallen an Ihrem Buch, Herr Knaus, dass Sie das betonen. Und ich finde, dass das Buch von Gerald Knaus ein sehr, sehr wichtiger Beitrag ist zu einer sachlichen Debatte. Er schlägt humane und gleichzeitig praktikable Lösungen vor. Das Buch enthält viele spannende Denkanstöße. Es zwingt uns über wohlgemeinte Appelle und unsere moralische Entrüstung hinaus, über mehrheitsfähige Alternativen nachzudenken. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Eine solche Alternative sind humane Grenzen. Was das genau bedeutet, werden wir sicherlich jetzt im Laufe der Diskussion erfahren.
Ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, mit Ihnen, Herr Knaus, über Ihr Buch zu sprechen, über Ihre Lösungsansätze, über die Wege, die Sie vorschlagen. Und ich bin sicher, dass es eine sehr lebendige Diskussion wird. Ich übergebe jetzt an Kirsten Maas-Albert, die durch das Gespräch führen wird. Und ich freue mich auf die nächsten anderthalb Stunden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Antonia Nord. Herzlich willkommen, Gerald Knaus. Schön, dass du da bist. Wir duzen uns wie gewohnt. Ich freue mich sehr, heute, wenn auch digital, das Gespräch führen zu dürfen mit Gerald Knaus. Wir werden eine knappe Stunde dafür haben, das Vergnügen miteinander haben über das Buch. Ich halte es auch noch mal ganz kurz hoch, um das es heute geht, zu sprechen und vielleicht ein bisschen darüber hinaus sogar. Und Sie können derweil, ich habe schon auf die Teilnehmerzahl, wir sind jetzt weit über 100 Teilnehmer, Sie können Fragen und Antworten, gerne auch auf Englisch, wir haben ja die Übersetzung und verstehen dann Ihre Fragen auch, aufschreiben im F&A. Das ist auch ein kleiner Icon, ein kleines Bild unten, F&A in der Leiste unten auf Ihrem Bildschirm. Da rein Ihre Fragen schreiben. Wir werden am Ende versuchen, diese zu beantworten. Achten also auch ein bisschen auf die Zeit, damit Sie mit in die Diskussion kommen. Aber zunächst möchte ich Gerald Knaus, den Autor des Buches, kurz vorstellen. Gerald Knaus ist Gründungsdirektor der Denkfabrik European Stability Initiative, ESI auf Deutsch liebevoll genannt. Er ist ein international anerkannter Experte der Regierungen und Institutionen in Europa bei den Themen Flucht, Migration und Menschenrechte berät. Er ist in Salzburg geboren. Vom Fall der Berliner Mauer erfuhr er als Student in Oxford. Er studierte Philosophie, Politik und internationale Beziehungen, zudem in Brüssel und Bologna, und lehrte später Volkswirtschaft an der Universität Czernowitz in der Ukraine und dann noch später in Sofia, Bulgarien. In Bulgarien beschäftigte er sich mit der Frage der Visa-Liberalisierung erstmals. Wie Knaus schreibt, nationale Obsession in Bulgarien, aber auch auf dem Westbalkan in den 90er Jahren. Gerald Knaus ist des Weiteren Gründungsmitglied des European Council on Foreign Relations und war für 5 Jahre Associate Fellow am Carr Center for Human Rights Policy der Harvard Kennedy School, John F. Kennedy School of Governance, ein langer Titel, in den USA. Auf dem Balkan, wo er lebte und arbeitete, erlebte er, welche Mühe es macht, Fluchtursachen zu beseitigen. 2004 zog er mit Familie nach Istanbul und heute lebt er in Berlin, nur wenige Schritte von der ehemaligen Mauer entfernt. So überquert er, schreibt er in seinem Buch, fast täglich mit seinem Fahrrad eine Markierung auf der Straße, die an eine der unmenschlichsten Grenzen des 20. Jahrhunderts erinnert. Nochmal herzlich willkommen, Gerald. Wir wollen ein bisschen reden und tatsächlich über Grenzen reden am Anfang. Ich habe ja schon bei der Vorstellung jetzt ein wenig aus deinem Schlusskapitel »Meine Welt von gestern« geklaubt. Was war deine einschlägigste persönliche Grenzerfahrung in deinem Leben bisher? Also zunächst mal vielen herzlichen Dank, Kirsten, und auch vielen Dank an Antoni Nord und an die Böll-Stiftung für diese Gelegenheit und an alle, die hier zuhören. Wenn ich über Grenzerfahrungen spreche, die mein Denken über Grenzen am meisten beeinflusst haben, dann zeige ich vielleicht ein paar Bilder, eine Sekunde. Ich schaue mal, ob das so klappt. Teilen. So. Ja, dann zeige ich am besten ein paar Bilder und beginne mit dieser Grenze. Da war ich im Jahr 2013, die finnisch-russische Grenze. Die ist 1300 Kilometer lang. Und der Grund, warum ich da hinkam, war dieser Mann, Ilkka Laitinen, der damalige Chef von Frontex, ein Finne. Und ich hatte in der Türkei, wo ich damals lebte, immer wieder gehört, die Finnen haben die meisten Erfahrungen mit ihrer 1300 Kilometer langen Landgrenze, mit der Grenze im Baltischen Meer natürlich, also zu Russland und den baltischen Staaten, wie man mit dem finnischen Grenzschutz Menschen Grenzen human kontrolliert. Diese Grenze ist beeindruckend. Ich war dort mit finnischen Grenzschützern. Doch nachdem die mir 2 Tage lang alles erklärt haben, wie toll die Ausbildung ist, die Kommunikation hin zu den Schlitten im Winter, hin zur Ausbildung der Hunde und wie sie diese Grenze kontrollieren, fragte ich sie am letzten Tag unserer Reise an diese Grenze,
wie viele Leute eigentlich die finnische Grenze in den letzten Jahren versucht haben, irregulär zu überschreiten. Und dann sagte mir der Grenzgeneral, ja, 2011 waren es 3 Leute, 2012 waren es 4 Leute und 2013 in der ersten Jahreshälfte, ich war im Sommer dort, war es 1 Person. Und dann dachte ich, da war ich nun doch erstaunt, dachte ich, also ihr habt hier so einen tollen Grenzschutz, aber wieso probiert es niemand? Es kommt ja gar niemand. Und dann sagt sie, ja, das ist ganz einfach, das liegt an den 5000 russischen Grenzschützern des FSB. Die russische Kalte Krieggrenze ist nämlich nicht abgebaut worden. Also es kommt eigentlich niemand. Und dann fragte ich sie, ja, aber was würdet ihr machen mit eurem ganzen Training, eurer ganzen Ausbildung, wenn die Russen nichts mehr tun? Wenn auf einmal jeden Tag 200, 300, 400 Menschen kämen? Und die Antwort kam so schnell und ohne groß nachzudenken, wir würden natürlich die Menschen über unseren kleinen Zaun klettern lassen, denn sie zurückzustoßen wäre illegal. Also die Erfahrung, die ich damals mitnahm und die mich bis heute geprägt hat, war, dass in dem Fall, egal wie gut der finnische Grenzschutz war, solange er sich an Regeln hält, er eigentlich, was die Zahl der irregulären Migranten betrifft, die Finnland erreichen, keine Bedeutung hat. Ich habe hier noch ein schönes Zitat, das auch aus aktuellem Anlass vielleicht passt. Da sagte ein Grenzschützer, ich kann nicht zustimmen, wenn gesagt wird, dass wir die Migranten abschrecken. Flüchtlinge, die vor einem Krieg flüchten, haben ein Recht auf Asyl. Alle potenziellen Flüchtlinge brauchen einen Weg, ihren Asylantrag zu stellen. Und der das sagte, war auch der Chef von Frontex. Und der sagte das im Jahr 2016. Legeri, der heutige Frontex-Chef, der sagte, die Aufgabe von Frontex besteht nur darin, die kommen und einen Antrag stellen wollen, zu registrieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, einen Asylantrag zu stellen. Frontex weist niemanden zurück. Und das ist vielleicht meine erste Lehre aus dieser Grenzerfahrung. Wenn sich Grenzschützer an europäisches Recht halten, dann reduzieren sie irreguläre Migration nicht. Weder Finnen, noch Deutsche, noch Portugiesen, noch Schweden, noch Griechen. Und vielleicht ganz kurz noch zu einer zweiten Grenzerfahrung am Oberrhein. Da war ich letztes Jahr auf Einladung eines Bundestagsabgeordneten. Die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz, hier eine Fußgängerbrücke bei Rheinfelden. Wie wir wissen, die Schweiz ist bei Schengen. Diese Grenze ist für Personen ohne Kontrollen zu passieren, also praktisch unsichtbar. Aber das Spannende am Oberrhein war, ein Museum zu besuchen, das ich jedem empfehle, der in der Nähe ist, in Lörrach, das Drei-Länder-Museum. Denn Lörrach grenzt ja nicht am Rhein, sondern auf dem nördlich des Rheines an den Kanton Basel. Da verläuft die Grenze ziemlich wild durch Weinberge und Felder. Und in dem Museum wird die dramatische Geschichte dieser deutsch-schweizer Grenze im 20. Jahrhundert erzählt. Eine Geschichte, mit der ich ja mein Buch beginne, also dieser Mann, der ehemalige Chef der Schweizer Fremdenpolizei, Rotmund, und seine Obsession, die leider sehr erfolgreich war, trotz mit enormem Druck auf Menschen im Dritten Reich, in den 30er Jahren, in den 40er Jahren, während des Krieges, irreguläre Migration in die Schweiz vollkommen zu unterbinden. Die Methoden, die er verwendete, sind uns alle bekannt. Visa wurden eingeführt für Juden mit einem besonderen Stempel aus Deutschland, Kooperation mit Schweizer Behörden, aber vor allem Abschiebungen von allen, die über die Grenze kamen. Später erst wurde ein Zaun gebaut von Heinrich Himmler, der blieb dann einige Jahre. Und das ist meine zweite Lehre, und damit ende ich schon. Diese Erfahrung der Schweizer-deutschen Grenze und ihrer Geschichte zeigt uns nämlich das Zweite, was wichtig ist. Wenn Grenzschützer sich nicht an Recht halten, wenn sie Gewalt verwenden, dann können sie auch jede irreguläre Migration mit Gewalt stoppen. Denn genau das passiert in der Schweiz. Da sind in diesen Jahren, obwohl es in Deutschland, also im Dritten Reich 1938, eine 500.000 Juden gab und enormen Druck der Nazis, sie zur Auswanderung zu zwingen, insgesamt kamen am Ende bis Ende des Krieges aus dem Dritten Reich in der Schweiz nur knapp über 2000 Juden unter. Also wenn die Schweiz sich damals rechtmäßig verhalten hätte, aber es gab die Flüchtlingskonvention nicht, dann hätte sie, wenn sie so viele aufgenommen hätte, Juden, als Anteil ihrer Bevölkerung wie die Türkei-Syrer, dann hätte sie alle Juden aus dem Dritten Reich retten können. Ja, danke. Damit hast du schon einige Botschaften verbunden jetzt an uns. Ich möchte ein bisschen noch weiter über Grenzen, Grenzerfahrungen sprechen mit Blick auf heute und Europas Außengrenzen.
da eigentlich nicht erst mit dem Brand im Flüchtlingslager Moria, und auch Antonia hat über die griechischen Inseln bereits gesprochen und die Bilder, die uns und Nachrichten, die uns seit Wochen und bis in die Vorweihnachtszeit hin fast täglich beschäftigen, sind auf den Inseln Griechenlands seit Jahren Menschen zusammengepfercht in absolut mangelhafter Unterbringung. Sie fristen ihr Dasein, sie werden jetzt durch Regenfälle und so weiter überflutet. Wir sehen das täglich, schauen zu, ohne dass Europa eine Lösung bewerkstelligt hätte. Uns ist klar eigentlich, dass es längst jetzt eine Politik der Abschreckung bedeutet, dass also willentlich eine Politik eingesetzt hat, die abschrecken soll. Europa lässt offensichtlich und mit Kalkül immer mehr Zustände zu, die eigentlich menschenunwürdig sind. Sogar Pushbacks an den Außengrenzen Europas werden zunehmend toleriert, selbst von den Institutionen, die uns vertreten. Du schreibst in deinem Vorwort, Gerald, die Zeit drängt, denn an den Außengrenzen Europas herrscht der Ausnahmezustand. Und dann weiter hinten im Buch, nachdem du auch diese Geschichte, die du uns jetzt erzählt hast, von der Schweiz beschreibst, erzählst du die Geschichte, die Politik Australiens, erklärst die Politik der letzten, Jahrzehnte eigentlich schon Australiens oder des letzten Jahrzehnts. Kannst du uns nochmal erklären, warum diese australische Geschichte, die ja kaum ein Europäer wirklich kennt. Also man hat, wenn man mit Migrationspolitik beschäftigt ist, immer mal wieder davon gehört, aber nicht so en Detail. Warum ist diese Geschichte für die heutige Situation an den Außengrenzen Europas für uns relevant? Ja, ich glaube, die Antwort liegt in dem, was du ganz am Anfang schon skizziert hast. Das, was wir heute an den Außengrenzen sehen, in Lesbos und Samos und Chios, aber auch an der kroatischen Grenze zu Bosnien, seit Jahren an der ungarischen Grenze zu Serbien und an anderen Grenzen, inklusive die spanischen Enklaven in Nordafrika, Ceuta und Melilla. Was wir dort sehen, ähnelt fatal, ja, übertrifft sogar an Brutalität heute die sogenannte australische Lösung. Aber du hast mich auch gebeten, ein bisschen mehr über dieses Beispiel zu geben, das ja auch in meinem Buch ziemlich zentral ist, weil ich glaube, dass es uns zum politischen Dilemma führt, das wir heute in Europa haben. Und eben auch in Deutschland. Lass mich das vielleicht auch noch mal kurz sehr gerne aufgreifen. Die australische Lösung ist weltweit bekannt geworden, 2013. Es gab sie bereits davor, darauf komme ich gleich. Es wurde bereits für einige Jahre 2001 probiert, 2001 bis 2007. Aber 2013 mit diesem Slogan, No way you will not make Australia home. Das ist die offizielle Kampagne der australischen Regierung. Die Geschichte, ich erzähle sie anhand, um zu verstehen, worin sie besteht, anhand dieses Mannes, aber es gibt natürlich Tausende, die davon betroffen waren. Abdulaziz Mohammed, Flüchtling aus Darfur, in einem Flüchtlingslager geboren, der es geschafft hat, 2013 über Südostasien in einem Boot aus Indonesien zu den Weihnachtsinseln Australiens zu fahren. Sein Traum, Medizin zu studieren, das abzukürzen, er lebt heute in der Schweiz. Aber er war, als er aufgegriffen wurde von einem australischen Boot, wurde er bereits von diesem Boot 2013 im Sommer vor die Wahl gestellt, entweder zurückzugehen nach Darfur, in den Sudan, oder auf eine kleine Insel in Papua-Neuguinea, nämlich die Insel Manus, zu kommen. Und die Politik, die Australien im Sommer 2013 begann, die hat dieser Mann als damals Verantwortlicher mitentwickelt, Greg Hand, der sich später in starken Interviews davon distanziert hat und erklärte, was die Absicht war. Die Absicht war, ab dem Sommer alle, die kommen, in Lager zu bringen und dort ihren Willen zu brechen und ihnen jede Hoffnung zu nehmen. Das war das Ziel. Es gab eben zwei Inseln, Nauru und Manus in Papua-Neuguinea. Diesen beiden Staaten, Nauru ist ein eigener Staat, Papua-Neuguinea, beiden wurde Geld geboten. Diese Politik war extrem teuer. Ich komme gleich auf die Zahlen. Für eine sehr kleine Zahl, aber innerhalb von wenigen Monaten sind einige tausend Menschen, die mit dem Schiff kamen, auf diese Inseln gebracht worden und wurden dann dort
jahrelang festgehalten. Die Bedingungen waren so, dass ein australischer Psychiater, der ebenfalls dort arbeitete und später offen darüber sprach, von Folter sprach. Er sagte, das war Folter. Diese Politik lässt sich in ein paar einfachen Zahlen fassen. Insgesamt waren in diesen zwei Lagern, Nauru und Manus, etwa 3000 Menschen in dieser Zeit. Es gab 14 Selbstmorde. Diese Politik, den Willen zu brechen, beschreibe ich in meinem Buch. Ich zitiere auch Greg Hand und andere. Und um zu zeigen, dass es nicht am Geld lag, kostete diese Politik 600 Millionen Euro pro Jahr. Das ist unglaublich. Die Länder mussten bezahlt werden, Contractors wurden bezahlt. Firmen haben sehr, sehr viel Geld verdient mit dieser Politik. Das war eine Summe, die entsprach den Kosten des gesamten australischen Justizsystems im Jahr. Also an Geld fehlt es nicht. Man hat ausgerechnet, man hätte jeden dieser Personen in ein 5-Stern-Hotel im Hafen von Sydney mit Blick auf die Oper unterbringen können. Das Ergebnis war keine irregulären Ankünfte mehr. Nach wenigen Monaten hörten die Ankünfte auf und das betonen die Australier natürlich ununterbrochen, es gab kaum noch Tote. In den Jahren davor, und darauf komme ich jetzt gleich, In den Jahren davor kamen ungefähr 50.000 Menschen. Und jetzt die politische Geschichte. Australien setzte ein erstes Mal schon im Jahr 2001 auf diese Politik. Auch damals eine konservative Regierung. Auch damals wurden Menschen nach Nauru gebracht. Auch damals beendete das fast sofort die Zahl der Menschen, die mit den Booten kamen. Auch damals wurde die Politik von Menschenrechtsorganisationen aufgrund der menschenunwürdigen Abschreckungspolitik extrem kritisiert. Nach einigen Jahren, 2007, endete diese Nauru-Politik, weil die Arbeiterpartei in Australien im Wahlkampf versprach, diese Lager zu schließen. Kevin Rudd war damals der Premierminister und er sagte, diese Lager sind unmenschlich, Australien macht das nicht, wir schließen sie. Er schloss sie. Und in den 5 Jahren danach, obwohl in den Jahren davor niemand mehr kam, kamen 50.000 Menschen. Es kam zu schrecklichen Unfällen. Diese Unfälle wurden zum Teil im Fernsehen gezeigt, weil sie direkt vor den Weihnachtsinseln stattfanden, 2010, kurz vor Weihnachten. Und die australische Regierung bemühte sich verzweifelt, die Labour-Regierung, also die Arbeiterpartei, irgendeinen Weg zu finden, Migration wieder zu kontrollieren. Am Ende, als es ihnen nicht gelang, war es Kevin Rudd, der Mann, der die Lage geschlossen hatte, der sie 2012 wieder eröffnete und der 2013, kurz vor den nächsten Wahlen, beschloss, ab jetzt jeden, der mit dem Schiff kommt, in diese Lager zu bringen. Seit diesem Moment, seit 2013, gab es einen Konsens im australischen Parlament, gegen den alle Kampagnen der Menschenrechtsorganisationen nichts mehr bewirken konnten. Denn seit 7 Jahren unterstützt sowohl die Arbeiterpartei, die ja diese 180-Grad-Wende gemacht hat, als auch die immer für diese Politik einstehende konservative Liberal Party, unterstützen diese Politik. Und mit diesem Versprechen, Migration zu reduzieren, wurden Karrieren gebaut. Tony Abbott hat die Wahlen gewonnen, 2013. Der jetzige Premierminister, Scott Morrison, war der Flüchtlingsminister von Tony Abbott, der diese Lager mit dieser Behandlung für die Menschen 2013 verantwortete. Und jetzt vielleicht, was können wir daraus lernen? Die erste Lehre ist die australische Falle. Wenn eine Partei verspricht, eine humane Politik zu machen, aber keine Idee hat konkret, wie sie die umsetzt, dann ist die Gefahr riesengroß, dass sie eine 180-Grad-Wende macht. So wie Kevin Rudd handelte in Österreich Werner Faymann Anfang 2016 von der Willkommenspolitik von Angela Merkel zur Abschreckungspolitik von Viktor Orban innerhalb von kürzester Zeit. So handelte Matteo Renzi in Italien für Mare Nostrum, das Rettungsprogramm der Italiener. 2017 unterstützte er ganz stark die Politik der Kooperation mit libyschen Milizen und der Küstenwache. So handelte Bill Clinton, als er George W. Bush kritisierte für das Zurückstoßen von Menschen in Booten aus Haiti im Wahlkampf 1992 und kaum wurde er Präsident, genau die gleiche Politik verfolgte. Was also kann getan werden? Sebastian Kunz genau auf diese Einkerkerung Australiens verwiesen, auch 2017, glaube ich. Ja, genau Sebastian Kunz, Viktor Orban, vor wenigen Jahren waren es nur die Rechten, heute
tun es ganz viele, auch in Polen, Thinktanks, die den Moderaten nahestehen, also den moderaten Konservativen, wie Donald Tusk, haben das ebenfalls gepriesen. Und jetzt vielleicht noch ein Punkt zu den Lehren. Also die eine Lehre ist, es ist extrem gefährlich, eine inhumane Politik nur zu kritisieren, ohne einen Plan zu haben, wie man humane Kontrolle herstellt. Denn dann ist das wahrscheinliche Ergebnis, was wir jetzt in Europa sehen. Ich meine, Tsipras war die gleiche Wende. Als er an die Macht kam, wollte er offene Grenzen. Am Ende hat er, wie er vor kurzem offen zugegeben hat, natürlich auch Pushbacks gemacht an der Landgrenze zur Türkei. Und man hört nicht mehr sehr viel Kritik an der jetzigen Regierungspolitik. Was also kann man tun? Und da komme ich auf die Alternativen, die es auch in Australien gab und die wir auch in Europa haben. Es gab schon einmal eine Zeit, und hier sind die Zahlen, in den 70er Jahren, als einige hunderte Menschen mit Booten nach Australien kamen, ab 1982 kam niemand mehr. Und der Mann, der dafür verantwortlich war, ist dieser Mann, Malcolm Fraser, der war damals Premierminister. Er ist heute von den Menschenrechtsorganisationen in Australien der, der am meisten gelobt wird. Von allen Regierungen der letzten Jahrzehnte war er der, der für seine menschliche Politik gelobt ist. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, wir brauchen Kontrolle, aber um Kontrolle zu erreichen, brauchen wir Kooperation. Und er setzte auf Kooperation mit den Transitländern. Er schickte seinen Minister nach Malaysien und Indonesien und sagte, wenn ihr verhindert, dass sich Menschen in Boote setzen, dann nehmen wir in großer Zahl Flüchtlinge aus den Lagern aus Malaysia und Indonesien. Das Ergebnis war, es kamen kaum noch Boote, aber Australien verpflichtete sich, 10.000, am Ende 180.000 Menschen in einem geregelten Verfahren nach Australien zu holen. Niemand, der Australien erreichte, wurde schlecht behandelt. Das war eingebettet in eine internationale Politik jener Jahre. Die Flüchtlingskonvention wurde nicht verletzt, es wurde niemand Asyl verweigert. Im Gegenteil, die Asylverfahren wurden in jener Zeit unter Malcolm Fraser in Australien erst eingeführt. Warum hat es jetzt nicht geklappt in den letzten Jahren? Und das ist die wirkliche Lehre für Europa. 2011 hat eine australische Labour-Parteiministerin, Ministerpräsidentin, Julia Gillard, das Gleiche probiert. Auch sie machte eine Einigung mit Malaysia. Die Idee war, dass die Australien erreichen, nach aus Malaysia zurückgeschickt werden, dass die dort einen Asylantrag stellen können mit UNHCR-Unterstützung, dass Malaysien aber gleichzeitig in der Lage ist, eine viel größere Zahl von Flüchtlingen nach Australien zu schicken. Malaysia unterschrieb das, UNHCR lobte das, sagte, das ist eine gute Idee. Das Problem war, Malaysia hatte die Flüchtlingskonvention nicht unterschrieben. Man musste sich also darauf verlassen, dass UNHCR in der Lage war, die Standards, die Menschenrechte dieser Menschen zu garantieren. Allerdings war das ja in der Zeit Malcolm Frasers auch so. Da waren ja Zehntausende in Malaysia und wurden von dort nach Australien geholt. Aber dieser Plan scheiterte im Parlament. Er scheiterte zunächst vor Gericht, aber dann im Parlament, als die Labour-Partei ein Gesetz ändern wollte, um ihn umzusetzen. Und er scheiterte an einer Koalition aus den Rechten, die sagten, wir wollen niemanden nach Australien holen aus Malaysia. Wir haben eine Politik, das ist die Politik von Nauru. Und den Grünen, die in Australien sagten, das ist unmenschlich, diese Leute zurückzuschicken. Wir haben keine Garantie. Und überhaupt werden dann einige Leute in Malaysia besser behandelt als andere. Also es kam nicht zu diesem Malaysia-Plan. Ein Jahr später hat Kevin Rudd die Insellösung Nauru und Manus als einzige Alternative, die er sah, wieder eröffnet. Und seitdem, egal wie viele schreckliche Bilder wir aus den Inseln sehen, egal wie schlimm die Lage ist, es wurden Bücher geschrieben, Filme gemacht, Menschenrechtsberichte. Jeder weiß, wie schlecht es den Menschen auf diesen Inseln geht. Die australische Politik hat sich nicht mehr bewegt. Und da ist, glaube ich, eine Lehre, denn das, was in Australien damals und heute passiert, passiert heute in Europa und in Italien, in Griechenland, in Kroatien, in Ungarn sowieso, aber in immer mehr Ländern und vielleicht bald auch in Spanien, entsteht ein Eindruck, die einzige Alternative zu unkontrollierten Grenzen ist brutale Abschreckung und Pushbacks. Und dass heute in der EU niemand mehr offen, obwohl alle wissen, was passiert in der Ägäis, niemand mehr offen die griechische Regierung kritisiert, ja im Gegenteil, sie sogar von vielen Innenministern Unterstützung für ihre Politik bekommt, wo hier systematisch, wie von Australien, von der Marine, auch Boote zurückgedrängt werden, das haben die Australier auch gemacht, zurückgedrängt nach Indonesien, zeigt uns, dass wir
in großer Gefahr sind, in diese australische Falle zu tappen. Und das bedeutet, wir brauchen alternative Vorschläge, die mehrheitsfähig sind, über die wir sicher reden werden. Denn die Gefahr ist, dass wir sonst Australien an Brutalität und im Aufkündigen der Flüchtlingskonvention noch übertreffen. In Europa ist das, was Australien macht, seit vielen Jahren immer noch illegal, aber auch auf die Gerichte sollten wir uns nicht zu sehr verlassen. Der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg ist bereits dabei, seine Urteile politisch umzuändern. Also in diesem Jahr wurden Pushbacks aus Spanien etwa vom Gerichtshof mit sehr merkwürdigen Argumenten als rechtmäßig bezeichnet. Letzter Punkt, Australiens Resettlement, also die Aufnahme von Flüchtlingen legal, war Teil eines internationalen Programms. Daran sollten wir uns erinnern, denn in dieser Zeit wurden aus Südostasien in 15 Jahren, es begann eigentlich 79 bis, es lief bis 97, 2,2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, in legale Art und Weise in andere Länder gebracht. Jimmy Carter hat es begonnen, aber andere amerikanische Präsidenten haben es fortgesetzt. So gesehen gab es und gäbe es auch heute Alternativen, das Recht auf Asyl nicht zu verletzen, aber wir brauchen dazu Kooperation, wir brauchen legale Wege und wir müssen uns wehren gegen eine politische Falle, in der Pushbacks, Brutalität, Abschreckung durch unmenschliche Behandlung für Mehrheiten in unseren Demokratien, und das heißt in Europa auch in den Demokratien der Mittelmeerländer, alternativlos erscheinen. Ja, sprechen wir nochmal weiter über diese mehrheitsfähig werdende Politik und was es verhindert, dass Europa brutaler vorgeht an den Außengrenzen, so wie die Australier das, wie du gerade beschrieben hast und wie man im Buch nochmal sehr gut auch nachlesen kann, betreibt. Was Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt hat, war ja sehr deutlich die Idee dieses Bekenntnis zur Menschenwürde als Grundlage quasi, als Grundlage der moralischen Neugründung nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Frage ist, wie weit das noch trägt, diese Idee und dieses Bekenntnis zur Menschenwürde. Wir sehen ja, wie genau das jetzt ausgehöhlt wird und immer mehr verletzt wird. Wir haben auch schon die Zahlen der Tode im Mittelmeer toleriert und in der Sahara auf den Routen Afrikas. Gerald, du schreibst in deinem Buch viel über Viktor Orban, der ja auch ganz andere Ideen verkündet, so wie Ayn Rudd und andere, auch der Innenminister Australiens, der sagte, irreguläre Migration dabei darf man sich dann kein Mitgefühl leisten. Auch Orban sagt kein Mitgefühl, sondern Abschottung und dann gibt es weniger Tote auf dem Mittelmeer. Wollen wir als Europa so handeln, wie Orban das vorschlägt? Ist es vorstellbar, dass Europa den moralischen Kompass verliert in der nächsten Zeit? Dieser Ausnahmezustand an den Außengrenzen dazu führt, dass wir diesen Kompass aufgeben, die Idee? Und wie ließe sich das verhindern? Also als Viktor Orban im September 2015, 2 Tage nach dem Tod des kleinen Alan Kurdi in Bodrum, eine Rede hielt und seine Strategie präsentierte, da war er in Europa noch ziemlich isoliert. Also wenn wir seine Rede im September 2015 vergleichen mit der von Kommissionspräsident Juncker, Junckers Rede voller Empathie, Europa will den Menschen helfen, Europa ist bereit zu helfen. Heute müssen wir feststellen, Orban hat sich, was die Praxis betrifft, auf voller Linie durchgesetzt. Also das, was Europa heute macht an den Außengrenzen, ist das, was Donald Trump vorschwebt. Ungarn hat das Asylrecht ausgesetzt. In Kroatien werden seit Jahren Menschen zurückgestoßen. Geschlagen, zurückgestoßen, die landen dann mit Verletzungen im Spital in Bihać. Und was wir an der türkischen Außengrenze sehen, wissen wir. Wir wissen auch, mit welchen Tricks im zentralen Mittelmeer gearbeitet wird. Und dazu, es stimmt, es sterben heute weniger Menschen als vor einigen Jahren, aber es sterben immer noch sehr viele Menschen, auch derzeit. Ich habe gerade ein Freund hat mir ein Zitat geschickt von einem spanischen Politiker, der Partido Popular, der Parteichef Pablo Casado, der über die Menschen, die zu den Kanarischen Inseln kamen, da kamen in den letzten 2,5 Monaten fast 18.000 Menschen in Holzbooten aus Westafrika, und er forderte von der Regierung Abschiebungen als Hauptlösung, sofortige Rückführung, also nicht lange sich aufhalten mit Asylverfahren, weil er weiß, die spanische Asylbehörde wäre derzeit
von ihrer Aufstellung her gar nicht in der Lage, für die, die da auf die Kanarischen Inseln kommen, Asylverfahren durchzuführen. Also sagt er, die meisten sind Marokkaner, sind aus Ländern wie Senegal, da brauchen wir gar kein Verfahren, schicken wir sie zurück. Das ist im Grunde die australische Lösung. Und jetzt, du hast gefragt nach Moral. Diese Menschenwürde appelliert natürlich an einen moralischen Instinkt in jedem von uns. Darum ist sie mächtig. Also, dass wir Menschen nicht in die Gefahr zurückstoßen. Aber das genügt offensichtlich nicht. Ganz viele Demokratien weltweit machen Pushback seit Jahrzehnten. Ja, Israel macht sie an seinem Zaun zu Israel, zu Ägypten. Die USA haben sie gemacht jahrzehntelang mit Booten aus Haiti. 200.000 Menschen haben die USA zurückgestoßen. Also die Flüchtlingskonvention zu ratifizieren reicht nicht. Sich auf Empathie zu verlassen genügt nicht. Das sehen wir heute. Jetzt gibt es zwei Alternativen. Weil dem die Angst vor Kontrollverlust gegenübersteht? Schauen wir nur, wie das in Australien politisch lief. Die australischen Politiker sagen zwei Dinge. Sie sagen, ihr Europäer seid Heuchler. In Wirklichkeit ist eure Politik viel brutaler. Bei euch starben in den letzten, 2014 bis 2018 starben im zentralen Mittelmeer 15.000 Menschen. Bei uns starb niemand. Wir haben 3.000 Menschen auf die Inseln gebracht. Okay, denen ging es nicht gut. Da sagen dann die Australier, wir dürfen uns keine Empathie leisten. Ihr Europäer, ihr tut so, als seid ihr empathisch, aber ihr habt mit eurem ganzen Seenotretten, trotzdem sind 15.000 Menschen gestorben. Weil ihr die einzige echte Alternative, wo niemand stirbt, nämlich einfach die Grenzen zu öffnen, dass jeder legal kommen kann, nicht wollt. Also ist eure Politik der Mitte eigentlich eine Heuchelei. Das sagen die Australier. Und das ist für eine Mehrheit nicht total abwegig. Naja, das sagt ja Frontex in Europa auch. Naja, Frontex kann es nicht offen sagen. Und jetzt komme ich zu dem wichtigsten Punkt. In Europa ist das immer noch illegal. Ja. Wir haben Gerichte in Europa, die das, was die Australier machen, was andere machen, nämlich einzelne Menschen so zu behandeln, dass sie andere abschrecken. Also die unantastbare Menschenwürde zu verletzen von... Jetzt haben wir ungefähr 20.000, 19.000 Menschen auf den griechischen Inseln, in diesem Moment. Es gibt genug Möglichkeiten. Ich spreche ständig mit offiziellen, auch internationalen Organisationen in Griechenland. Natürlich könnten wir die alle in einer Woche in griechischen Hotels unterbringen. Es gibt genug Geld dafür. Die EU hat, wie im Falle Australiens, in Griechenland diese Politik der Abschreckung ist sehr teuer. UNHCR hat in Griechenland über 730 Millionen Euro von der EU bekommen. UNHCR ist weltweit für Lager von 10.000 Menschen verantwortlich. Natürlich könnte UNHCR sofort dieses Problem lösen, wenn wir es wollten. Wir wollen es nicht. Aber die Politik ist illegal, weil wir in Europa immer noch, und zwar Gerichtsurteile haben, des Menschenrechtsgerichtshofs 2012 und immer wieder auch Urteile des Europäischen Gerichtshofs, wie jetzt erst gestern im Falle Ungarns, die sagen, Menschen so zu behandeln, widerspricht der Menschenwürde in der Europäischen Grundrechtecharta. Aber passen wir auf, Gerichte weltweit, der Supreme Court in Amerika, der High Court in Australien, Gerichte in anderen Demokratien, haben nach einer Weile in Urteilen diese Pushbacks legitimiert. Und der Europäische Menschenrechtsgerichtshof ist auf dem Weg dazu. Wir müssen uns nur anschauen, woher die Richter kommen. Die letzte Entscheidung Februar dieses Jahres. Die echte Bastion gegen die Legalisierung und Normalisierung von Pushbacks und Refoulement heute ist der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, der EU. Wie lange hält er die Linie und was passiert, wenn Ungarn jetzt etwa sein Urteil ignoriert? Weil andere Staaten ja das Gleiche machen, werden die sich beschweren? Und sehen wir dann, und darum nenne ich es ja einen Zustand der Rechtlosigkeit, sehen wir dann eine Gewöhnung und dann ist die Falle für Deutschland. In Deutschland ist eine Mehrheit gegen diese Politik, davon bin ich überzeugt. Es gibt ja viele Seenotretter, die unterstützt werden von 10.000 Menschen. Es gibt Städte, die Leute aufnehmen. Es gibt eine Mehrheit im Bundestag gegen die menschenunwürdige Behandlung von Kindern irgendwo an der Außengrenze. Aber was machen denn die Deutschen, wenn aus Griechenland gar kein Appell kommt, die Leute aufzunehmen? Wenn die Mittelmeerländer darauf setzen, auf Abschreckung? Wenn in Spanien die Regierung sagt, wir wollen die Leute nicht wegbringen von den Kanaren? Die Abschreckung ist die einzige Möglichkeit zu verhindern, dass Leute kommen. Gut, das heißt, aber kommen wir mal auf Deutschland sehr konkret. Deutschland hat ja, wie wir wissen, einen ziemlich beachtlichen Beitrag geleistet bislang
seit 2015, 2016 eine sehr hohe Zahl an Menschen, Schutzsuchenden aufgenommen und hat gleichzeitig, und in der Kombination sind wir vielleicht einzigartig als Land, innerhalb als Mitgliedstaat Europas zumindest, hat gleichzeitig einen sehr hohen Beitrag zur humanitären Flüchtlingshilfe weltweit geleistet mit Zahlungen an den UNHCR, wo wir auch ziemlich weit vorne liegen. Die Frage wäre jetzt, ob in dieser Situation der Uneinigkeit unter den Mitgliedstaaten Europas, wo in einigen Ländern eben die Orbans und die Kurz und so weiter, ja, vielleicht doch ihre Bevölkerung stärker auf die brutalere Abschreckung einstimmen und die mitziehen, kommt da Deutschland eine Schlüsselakteursrolle zu? Also können wir etwas leisten, was andere nicht leisten können in dieser Zeit? Und haben wir nicht eigentlich jetzt gerade so ein bisschen die Chance, auch mit der EU-Ratspräsidentschaft verpasst, das zu tun? Also das waren 6 Monate, die hätten, und das hatte sich Seehofer ja als Ziel gesetzt, die hätten genau das bringen können. Also nochmal eine klarere, konkretere Idee. Also letztlich kommt Deutschland diese Schlüsselfunktion zu und was könnte Deutschland in Zukunft dann leisten? Also vielleicht zusammengefasst, die Krise, vor der wir stehen, ist, dass die Flüchtlingskonvention derzeit in Europa nicht mehr respektiert wird. Wir müssen es so brutal sagen. Kurz vor ihrem 70. Geburtstag im nächsten Jahr sind Pushbacks die tägliche Realität an den Außengrenzen. Und Abschreckung dient diesem Zweck. Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir eine Wende? Also wie bewahren wir etwas, das ja eine Idee ist, die 1951 mit der Flüchtlingskonvention klar definiert wurde, niemanden in die Gefahr zurückzustoßen und die Menschenwürde im deutschen Grundgesetz und natürlich auch in der EU-Grundrechtecharta. Wer kann das tun? Und da kommt tatsächlich manchen Ländern eine Sonderrolle zu. Es gibt nicht nur die Deutschen, denen das nicht gefällt, was passiert. Es gibt nicht nur die Deutschen, die in den letzten Jahren gehandelt haben. Wenn man sich die Zahlen anschaut, pro Kopf hat Schweden weltweit am meisten Menschen Schutz gegeben. Ich beschreibe in meinem Buch, Schweden allein hat so viel Menschenschutz gegeben wie Japan, Südkorea, China, Indien, Mexiko, Indonesien. 10 Länder mit fast 4 Milliarden Menschen. Und jetzt zähle ich keine armen Länder auf, sondern Middle-Income-Länder, wo es natürlich die Fähigkeit gab. Schweden hat mehr Menschenschutz gegeben als alle diese Länder zusammen. Aber Deutschland spielt eine Schlüsselrolle, weil es natürlich das größte dieser Länder ist. Und Deutschland hat tatsächlich in den letzten 7 Jahren, wenn wir uns Asyl ansehen, also diese Idee, jeder hat das Recht, einen Antrag zu stellen und einen Schutz zu bekommen in einem fairen Verfahren. Deutschland liegt weit an der Spitze. Also die größte Asylbehörde der Welt ist das BAMF. 2 Millionen Menschen haben einen Asylantrag gestellt zwischen 2013 und 2019. 1 Million haben Asyl bekommen, also internationalen Schutz, subsidiären Schutz oder Flüchtlingsstatus. Und Deutschland hat, wie du auch sagst, also UNHCR, das Welternährungsprogramm, andere Organisationen beruhen immer noch vor allem auf der Finanzierung ironischerweise der USA und auch Deutschlands. Das gibt Deutschland eine Glaubwürdigkeit. Aber es kommt noch etwas dazu. Deutschland hat nicht nur viele Leute aufgenommen, es hat auch sichtbar vor den Augen der Welt sehr vielen Leuten Schutz gegeben und trotzdem haben die verantwortlichen Politiker deswegen nicht die Macht verloren. Das ist in einer Demokratie sehr wichtig. Denn das ist das Argument, was die Australier sagen. Australien, Sebastian Kurz, sagen: Wenn ihr das macht, so wie ich, harte Linie, Grenzen schließen, keiner kommt, gewinnt ihr Wahlen. Deutschland sagt, wenn es einen Konsens gibt, mehrerer Parteien der Mitte, die das tragen und wir nehmen Leute auf, dann am Ende sind die Rechtspopulisten, kurz sind sie gewachsen, ja, die AfD kam in den Bundestag, aber heute ist sie immer noch schwächer als Rechtspopulisten in allen Nachbarländern. Also auch politisch ist das eine wichtige Botschaft. Jetzt ist die Frage, was macht Deutschland mit diesem Kapital? Und vielleicht erkläre ich es, in meinem Buch erkläre ich 2 Konferenzen und die Rolle von Schlüsselakteuren, in dem Fall den USA. Aber was bedeutet das für Deutschland? Ich sage es gleich. In Evian sind die USA gekommen, haben eingeladen 1938, um zu sagen, wie helfen wir der halben Million Juden aus dem Dritten Reich? Haben Länder eingeladen, Demokratien, und haben gesagt, helfen wir, aber wir tun nicht mehr. Wir haben genug getan. Daraufhin hat jeder der Sprecher in diesen Tagen dieser schrecklichen Konferenz sich hinter den anderen versteckt. Die Engländer haben gesagt, wir machen nicht mehr, wenn die Amerikaner nicht mehr machen. Die Franzosen haben gesagt, wir haben schon genug gemacht. Jeder sprach von globaler Solidarität. Alle müssen mitmachen. Am Ende war Evian ein totales Desaster.
Die zweite Konferenz in Südostasien, in Genf, 1979, das Gegenteil. Wieder USA kamen, es ging darum, das Flüchtlingsrecht zu schützen. Zehntausende waren in Lagern, so wie Moria, nur noch schlimmer in Malaysien oder so ähnlich schlimm, gefangen. Die Malaysier sagten, wir schießen ab jetzt auf die Boote, die kommen. Wir drängen sie mit Gewalt zurück. Die USA haben eingeladen mit der UNO zusammen, UNHCR, und haben gesagt, okay, wir nehmen in den nächsten 2 Jahren jedes Jahr über 100.000 Leute auf. Und wir nehmen, bis dieser Flüchtlingsstrom aufhört, helfen wir den Menschen aus diesen Lagern. Daraufhin haben sich Australien, Kanada, die Schweiz, Frankreich, auch Deutschland angeschlossen. Die Frage, und das ist vielleicht die wichtigste politische Frage heute für Deutschland, die Evian-Strategie, alle müssen mitmachen, sonst tun wir nicht mehr. Oder die Genf-Strategie, wir gehen voran mit einer Koalition von Staaten, aber wir lassen uns nicht von denen, die nichts tun wollen, die Agenda setzen. Und das gilt weltweit. Der globale Kompakt für Migration, der 2018 im Dezember von der Generalversammlung mit 181 Staaten Zustimmung und 2 Gegenstimmen, Trump und Orban. Also die USA von Trump und die Ungarn von Orban. 2 Gegenstimmen, alle waren dafür. Dieser globale Pakt für Migration ist ein fantastisches Dokument, nicht Migration, Flüchtlinge, der globale Pakt für Flüchtlinge. Ein fantastisches Dokument. Ehrgeizige Ziele. Der andere auch. Auch Migration ist gut. Gute Ziele. Vor allem im Kompakt für Flucht stehen sehr präzise drin, was man tun müsste. Und es steht präzise drinnen, mehr Staaten weltweit müssen sich engagieren. Es kann nicht sein, dass nur 30 Staaten weltweit irgendetwas tun für das globale Fluchtsystem. Aber wenn wir vorankommen wollen, global und in Europa, und das ist das Gleiche, brauchen wir Koalitionen. Und Deutschland könnte da vorangehen. Und wir sprechen sicher gleich über ein paar konkrete Ideen. Genau, ich wollte nochmal. Das Gefährlichste ist, sich darauf auszureden oder ernsthaft zu glauben, wenn nicht alle mitmachen, dann können wir nicht mehr tun. Das ist die Falle, die wir vermeiden müssen. Also dieser Satz im Buch mit Schweden hat mehr Schutz geboten als, und dann kommt diese lange Liste anderer Länder in der Welt, den fand ich auch sehr denkwürdig. Den habe ich mit dick unterstrichen im Buch. Dennoch wollte ich das Gespräch nochmal weiter auf Deutschlands Rolle innerhalb Europas erstmal begrenzen, weil da wird es wirklich konkret und im Buch wird es sehr konkret. Die EU, Brüssel, hat ja selbst mit dem Migrationspakt noch nicht wirklich einen Gegenentwurf zu diesem, wie wir es vorhin von dir jetzt gehört haben, zum Beispiel australischen Modell geschaffen, auch nicht zu dem von einem Orban. Also kein Gegenentwurf mit dem Migrationspakt. Vielleicht muss eine Geschichte ersonnen werden, so wie die Geschichte, die du über Australien erzählt hast, die auch andere Narrative in sich trägt, aber vor allem für humanere Lösungen eintritt und daraus ein politisches Konzept entstehen. Das hast du im letzten Teil deines Buchs versucht zu skizzieren und ich wollte den Rest unserer Zeit, wir haben schon einige Fragen hier im F&A stehen, auf die ich dann auch bald kommen möchte, aber ich will den Rest unserer Zeit nochmal nutzen, auf diesen Dreiklang zu sprechen zu kommen, Gerald, damit es mal konkretere Lösungsvorschläge werden, auch die du ja sehr gut skizzierst hast. Also du schlägst in deinem Buch diesen Dreiklang vor, damit Europa ein, wie es bei dir heißt, Leuchtturm für humane Flüchtlingspolitik wird. Davon sind wir im Moment tatsächlich weit entfernt. Aber du hast diesen Dreiklang beschrieben als erstens schnellere, faire Asylverfahren, zweitens Abschiebungsrealismus und Stichtagsregeln und drittens Migrationsdiplomatie, wie Antonia schon anfangs bei der Begrüßung erwähnt hat, also mehr legale Mobilität, Neuansiedlungen, Patenschaften für Flüchtlinge in Kooperation mit Herkunfts- und Transitländern. Und ich möchte das nochmal kurz der Reihe nach anschauen, weil ich finde, das liest sich gut, schnellere Asylverfahren, aber wie fair sind die? Das ist ja unser aller großer Skepsis dir gegenüber. Also warum erstens braucht es diese schnelleren Asylverfahren und wie kann man dabei wirklich gewährleisten, dass sie fair und sorgfältig und gründlich den Antrag prüfend ablaufen? Gibt es Beispiele, wo das funktioniert? Und das möglich kurz, sonst rennt uns jetzt die Zeit weg. Ja, ganz kurz, weil erstens versuche ich ja im Buch mehr zu erklären und zweitens kommt ja sicher bei den Fragen auch noch viel dazu, diesen konkreten Möglichkeiten zu handeln. Also ich würde es am besten anhand eines Beispiels erklären, das heute aktuell ist, die Kanarischen Inseln. Da kommen also jetzt 18.000 Leute hin, 20.000.
Viele, ich habe die genauen Zahlen nicht gesehen, ich nehme das aus den spanischen Medien, viele sind Marokkaner, viele sind aus Westafrika, viele sind aus Ländern, wo die Anerkennungsquoten gering sind. Also Marokkaner, die allermeisten, die im letzten Jahr, in den letzten 3 Jahren nach Spanien kamen, kommen aus Ländern, wo wenige Flüchtlingsstatus bekommen. Aber in Spanien ist das Asylsystem derzeit gar nicht in der Lage, diese Menschen zu behandeln. Die stellen auch gar keine Anträge, denn bis jetzt war es so, wer Spanien erreichte, der blieb. Es gibt aus Spanien praktisch keine Rückführung. Das ist, wir haben einen Magnet. Wer es über den Zaun in Ceuta und Melilla schafft, wer es über das Meer schafft nach Südspanien oder eben auf die Inseln, der weiß bis jetzt, dass er oder sie bleibt. Das führt dann dazu, dass die Spanier regelmäßig auf Abschreckung in Kooperation mit den Herkunftsländern, die sollen einfach Leute zurückholen, irgendwo hinbringen. Asylverfahren gibt es keine. Also für einige Jahre kommen die Leute und dann wird das wieder mit australischen Methoden abgewürgt. Die Frage ist, was machen wir, was wäre eine Alternative? Heute, konkret, auf den Kanarischen Inseln, was könnte Deutschland, ein deutscher Innenminister, sagen wir ein grüner Innenminister, wenn er Pedro Sanchez anruft in Madrid, sagen? Er könnte sagen, ja, wir stimmen zu, es ist menschlich, Menschen, die keinen Schutz brauchen, möglichst schnell wieder zurückzuschicken, damit sich weniger auf den Weg machen. Es hat keinen Sinn, dass junge Marokkaner, die nicht verfolgt sind, ihr Leben riskieren, in Booten und nach Spanien kommen. Die einzige Art und Weise, das zu reduzieren, und da gibt es unzählige Beispiele, ist, dass wir in der Lage sind, die, die keinen Schutz brauchen, zurückzuschicken. Aber dazu brauchen wir, wenn wir es menschenwürdig machen, mehrere Bedingungen. Erstens, wir müssen wissen, wer wirklich keinen Schutz braucht. Also wir brauchen Verfahren. Zweitens, wenn das 3 Jahre dauert, ist es sinnlos, dann hat es keine Wirkung. Drittens brauchen wir die Kooperation von Marokko, Marokkaner zurückzunehmen. Wie erreichen wir diese Dinge? Warte mal ganz kurz, ich will da eine Frage einfügen, die jetzt schon, weil das passt jetzt wirklich hier. Ja. Als eine der ersten Fragen kam, warum du eigentlich immer über irreguläre Migration sprichst, während wie in deinen zeitgeschichtlichen Rückblicken ja auch offenkundig wäre, wir eigentlich von Flüchtenden reden müssen. Also Flüchtende. Wo ist deine Unterscheidung? Weil ja, kommt das zum Tragen, wenn du über. Terminologie ist extrem wichtig. Irreguläre Migration ist jeder, der im Gegensatz zu regulärer Migration, also die allermeisten, die Rechtspopulisten, was die stört, sind die vielen Menschen in Europa, die nicht so aussehen, als sind sie Nachfahren der Kelten oder der Germanen. Aber die allermeisten der Menschen mit Migrationshintergrund kamen ja legal. Also das ist keine Frage von Grenzen. Irreguläre Migration sind Menschen, die Grenzen überschreiten, irregulär, also ohne ein Visum zu haben. Unter diesen irregulären Migranten müssen wir in Verfahren, und das ist die Flüchtlingskonvention, dafür haben wir sie, nach Kriterien entscheiden, wen dürfen wir zurückschicken und wen nicht. Das ist das steht niemandem auf die Stirn geschrieben. Auch ein Marokkaner kann nach einem fairen Verfahren, wir können feststellen, ein Marokkaner braucht Schutz. Er wird politisch oder sie wird politisch oder verfolgt oder hat einen anderen Grund für internationalen Schutz. Diese Entscheidung, dafür haben wir ein Asylsystem. Wenn wir die Entscheidung nicht treffen, brauchen wir keine Asylverfahren. Das sagt uns übrigens Viktor Orban. Der sagt, Asylverfahren, er hat es praktisch eingestellt. Er sagt, entweder wir nehmen alle oder wir schicken alle zurück. Seine Empfehlung, wir schicken alle zurück. Wenn wir also diese Unterscheidung treffen wollen, dann brauchen wir faire Verfahren. Was ist ein faires Verfahren? Ein faires Verfahren, wir schauen uns an, was sind die besten Asylbehörden der Welt, ist eines, wo die Leitsätze anhand deren die Asylentscheider entscheiden, seriös sind, wo die Übersetzer qualifiziert sind, wo wir hören, was Menschen uns sagen, weil die Übersetzung funktioniert. Das ist nicht einfach. Viele Länder in Europa sind dazu gar nicht in der Lage. Wo die Entscheider ausgebildet sind, wo es ein Qualitätsmanagementsystem gibt, also dass nicht es zufällig davon abhängt, wer ist der oder die Entscheiderin. Und wo wir dann noch ein Berufungsverfahren und möglichst Rechtsberatung haben. Das ist so wie ein faires Gerichtsverfahren, ein faires Asylverfahren. Dafür brauchen wir Ressourcen, menschliche Ressourcen. Jetzt glaube ich aber nicht, und das ist die große Debatte, die ich oft habe mit Freunden in Menschenrechtsorganisationen, wenn im Monat, wie für viele Jahre jetzt in Griechenland, wenn im Monat
2000 Menschen auf die Inseln kommen, dass Europa nicht in der Lage sein sollte, die dafür notwendigen Ressourcen bereitzustellen, gemeinsam mit Griechenland, um Verfahren durchzuführen. Also wir müssen nur ansehen, wie viel Ressourcen braucht man. Ein Verfahren, das 3 Jahre dauert, wie viele Jahre lang in Italien oder auch in Spanien dauern sie ewig lange. Auch in Deutschland haben sie sehr, sehr lange gedauert, bis vor kurzem, in der ersten Instanz. Ein Verfahren, das viele Jahre dauert, am Ende ist ja die Frage, wie viel in diesen Jahren wird wirklich der Einzelfall studiert? Und das, wir haben uns das angesehen in verschiedenen Ländern, das ist dann manchmal 1 Stunde, 1,5 Stunden. Das ist, die Leute warten 1 Jahr und dann ist eine 1,5-stündige Anhörung und dann wird ein Entscheid oft schon vorgedruckt. Cut and paste. Also ein Qualitätsverfahren liegt nicht daran, wie schnell es geht. Und wie schnell es geht, liegt daran, ob die Ressourcen, die dafür notwendig sind, dort sind. Und die Herausforderung für Europa, die einzige Chance, das Flüchtlingsrecht zu retten, denn nochmal, Deutschland und einige seiner Nachbarn haben in den letzten 7 Jahren 40% aller positiven Asylentscheidungen weltweit getroffen. Wenn wir es nicht schaffen, zu zeigen, dass das Asylrecht funktionieren kann, dann werden weltweit Länder keine Asylsysteme aufbauen. Aber es würde ja eigentlich eher darum gehen, dass wir die an den Außengrenzen mitbefähigen, schnellere Asylverfahren umsetzen zu können. Das hast du beschrieben anhand von den griechischen Inseln, aber auch Ceuta, Spanien und anderswo. Dieser Abschiebungsrealismus, läufst du da nicht Gefahr, rhetorisch? Jetzt wirst du schon hier im F&A des Öfteren gefragt, wer entscheidet denn, was ist irregulär und so weiter. Aber mal zu diesem Wort Abschiebungsrealismus, das du benutzt und als Lösung ja mit aufschreibst. Läufst du da nicht Gefahr, in die Nähe eines Seehofers zu geraten, der uns ständig erklärt, wir müssen Abschiebungen effektivieren, weil das sei nun mal die Kehrseite. Das höre ich auch aus den Ämtern, aus verschiedenen Ämtern wieder und immer aufgenommen, auch von den politischen Parteien. Ja, die Kehrseite des Asylrechts ist die Ausreisepflicht. Das ist sicher so, das schreiben wir auch in unserer Publikation ganz am Anfang. Aber wer heißt das denn gut, dass jetzt Abschiebungen effektiviert werden müssen? Also, dass wir die Zahlen nach oben schrauben. Ist das dein Abschieberealismus oder? Nein, es ist genau das Gegenteil. Es ist genau das Gegenteil. Jede Abschiebung ist eine menschliche Tragödie für die, die abgeschoben werden. Es ist eine Qual für die, die das oft durchführen. Ich habe mit vielen Polizisten geredet. Und es ist politisch extrem schwierig, vor allem auch für die Aufnahmeländer. Auch wenn es die eigenen Bürger sind, auch wenn sie ausreisepflichtig sind. Wir brauchen ein System mit möglichst wenig Abschiebungen. Und wenn ich von Abschiebungsrealismus rede, dann rede ich vom Gegenteil von dem, was die Innenminister uns derzeit immer erzählen. Die sagen nämlich, auch in Deutschland, ich hatte viele dieser Gespräche, jeder Ausreisepflichtige müsste eigentlich zurück. Die Rechtslage ist so. Realismus bedeutet zu sagen, damit wir das erreichen können, müssen wir zu Methoden greifen, die Menschenwürde verletzen. Wir müssten den Menschen das Leben so unmöglich machen. Donald Trump versucht das in den USA. Das geht in Europa nicht. Oder wenn wir es machen, verlieren wir das, was uns ausmacht im Kern, unsere Zivilisation nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir müssen also so wenig Leute wie möglich abschieben. Wir müssen aber so abschieben, dass möglichst wenige Menschen, die keinen Schutz brauchen, ihr Leben riskieren. Und die Frage, wer entscheidet das, ist einfach. Asylsysteme, Gerichte. Wir brauchen ein faire. Und die das Asylrecht retten wollen, und das ist mein Appell immer wieder auch an Organisationen in Deutschland, an Experten, an Juristen, erarbeitet ein Konzept so realistisch wie möglich. Wie heißt man das jetzt in Spanien, in Italien, in Malta, in Ceuta mit ein Asylverfahren garantieren kann innerhalb von einigen Wochen, erste Instanz, zweite Instanz mit den Ressourcen. Denn nur dann werden wir in der Lage sein, den Pushbacks, die jetzt überall als Alternative angeboten werden, etwas Mehrheitsfähiges entgegenzusetzen. Nochmal, Gerald, das aufnehmen, was Antonia in der Begrüßung erwähnt hat, ja auch eine ganz aktuelle Entwicklung. Und damit kommen wir dann bald auch zum Ende unseres Gesprächsteils. Abschiebestopp für bestimmte Menschengruppen aus bestimmten Kriegskonfliktsituationen. Ja. Jetzt ist es gerade aufgelöst worden für Syrien. Um Afghanistan haben wir lange gekämpft. Warum kann nicht ein Land wie Deutschland sagen, genereller Abschiebestopp für Syrer, für Afghanen?
Was hältst du davon, von der Auflösung dieses Stopps? Also wenn wir etwas erreichen wollen, was auch Regierungen in Bundesländern, wo die Grünen an der Macht sind, umsetzen, also Hessen oder Baden-Württemberg oder Schleswig-Holstein oder demnächst vielleicht eine deutsche Bundesregierung. Also wenn wir etwas wollen, wovon die Grünen auch einen Koalitionspartner überzeugen können, dann sollten wir auf Abschiebungsrealismus setzen. Das heißt, die Vorstellung, dass die jetzt hier sind, Afghanen, Gambier, Senegalesen, Nigerianer, die seit Jahren in Deutschland sind, dass wir hier eine große Zahl abschieben können, ist Utopie. Das wird nicht passieren. Die Zahlen zeigen es uns. Deutschland hat im gesamten ersten Halbjahr dieses Jahres etwa 1000 Menschen in Länder außerhalb Europas, also außerhalb des Balkans und Osteuropas und anderer EU-Länder, ungefähr 1000 Menschen abgeschoben. Im ganzen ersten halben Jahr, im letzten Jahr waren es pro Halbjahr ungefähr 2000. Und davon noch die allermeisten in drei Länder, Tunesien, Marokko und Algerien. Das geht aber den Italienern, den Spaniern, den anderen nicht besser. Es gelingt, und ich sage, weil wir nicht zu den Methoden greifen wie manche andere Länder in der Welt, es gelingt uns nicht, viele Menschen abzuschieben. Wenn wir also realistisch sein wollen, dann müssen wir sagen, das bedeutet, es hat auch keinen Sinn, Menschen in dieser Unsicherheit zu belassen. Eigentlich sollten wir denen, die hier sind und für die wir politisch eine Mehrheit finden, also alle, die nicht als Straftäter verurteilt sind, denen sollten wir eine Perspektive bieten. Das aber, und jetzt ganz realistisch und wiederum, das gilt auch für grüne Politiker, mit denen ich viel gesprochen habe, ist nur durchsetzbar, wenn es nicht bedeutet, dass dann alle Gambier und Nigerianer, die heute in Italien sind, sich in den Zug setzen und nach Deutschland kommen, weil sie denken, in Deutschland werden sie regularisiert und gut behandelt. In Italien oder in Griechenland ist es noch schlimmer, bekommt man als anerkannter Flüchtling gar nichts. Also noch viel weniger als nicht anerkannter Ausreisepflichtiger. Wir brauchen also auch eine Strategie, die politisch mehrheitsfähig ist, die sagt, ab einem Stichtag schicken wir die keinen Schutz brauchen, zurück. Am besten natürlich von der europäischen Außengrenze. Denn nur dann ist Umverteilung und ist Amnestie oder Aussetzen der Ausreisepflicht eine Chance, politisch. Und wir haben das ja gesehen, die Zeit, in der es eine Einigung gab zwischen Griechenland und der Türkei, in der wenige Menschen kamen, 2016, 2017, 2018, in der Zeit, für 18 Monate, haben andere europäische Länder aus Griechenland 20.000 Menschen aufgenommen. Regulär. Relocation. Vom Festland. Die mussten nicht durch den Balkan ziehen. Seit wir wieder die Krise an der Außengrenze haben und keine Einigung mit der Türkei, haben die Griechen kein Interesse mehr, dass man ihnen jemanden abnimmt, weil sie Angst haben, wenn jetzt die Grenze nicht kontrolliert ist und wir nehmen den Griechen heute ab, kommen mehr Leute. Das ist die Sicht der Tsipras-Regierung gewesen und ihrer Migrationsminister und das ist die Sicht der jetzigen Regierung. Das heißt, Abschiebungsrealismus heißt, möglichst wenig Abschiebungen, möglichst schnell, nicht nach 3 Jahren Aufenthalt, natürlich nur von denen nach einem fairen Verfahren, die ausreisepflichtig werden. Wie diese Verfahren aussehen, die können eine Farce sein. In vielen Ländern der Welt sind Asylverfahren eine Farce. Das ist unsere Aufgabe in Europa, zu zeigen, wie das keine Farce ist. Deutschland kann hier eine Schlüsselrolle spielen. Deutschland sollte mit dem BAMF als größte Asylbehörde der Welt weltweit für Asylsysteme werben. Und die schon länger da sind, da hat es überhaupt keinen Sinn, und das meine ich mit fehlendem Realismus, irgendwelche Leute jetzt abzuschieben, die man schnell erwischt, um ein Zeichen zu setzen, dass irgendwas passiert, ist nicht nur für diese Personen eine Tragödie, sondern ist auch, wenn es darum geht, irreguläre Migration human zu stoppen, absolut sinnlos. Und damit sind wir eigentlich bei dem letzten Teil der Lösung, den du vorschlägst, der Migrationsdiplomatie. Also Gambia hast du jetzt als Land mehrmals genannt. Du hast ja auch den Gambia-Plan mit der Stichtagsregelung, mit Rückübernahmeelementen, aber vor allem eben mit Angeboten an ein so armes Nachdiktaturland, das sich eine Demokratie aufbaut, mit einer sehr jungen Bevölkerung, wie Gambia vorschlägt. Damit sind wir bei legalen Wegen. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter über deine Lösungsvorschläge mit dir reden, aber da sehr konkrete Fragen dazu im Chat stehen, will ich mal darauf eingehen. Eine ist hier
auf Englisch formuliert, many argue that more regular pathways can decrease irregular migration. Do you agree? And how can a politician today plead for more regular pathways in the current political climate? Also welche legalen Wege eröffnen? Ich antworte aber auf Deutsch, oder? Gerne, weil wir haben ja die Übersetzung. Genau, okay, sorry. Sehr gut. Ich habe es nur jetzt so vorgelesen. Also das ist eine zentrale Frage, wo ich mir vom nächsten Jahr auch Hoffnungen auf eine Veränderung mache und wo Deutschland eine Schlüsselrolle spielen kann. Ich hoffe, dass schon vor den Bundestagswahlen Parteien, möglichst viele Parteien, damit wir am Ende eine Chance haben, dass es auch passiert, in ihr Programm nehmen, wir wollen dieses Reden von legalen Wegen in mehrheitsfähige, umsetzbare, konkrete Projekte verändern. Wir wollen da etwas vorschlagen. Und ein Vorschlag besteht darin zu sagen, wir nehmen das, was im globalen Kompakt für Flüchtlinge steht, ernst. Wir wollen mehr Neuansiedlungen, mehr Resettlement von Schutzbedürftigen, dass die nicht angewiesen sind auf Schmuggler und auf darauf ihr Leben zu riskieren. Es gab noch nie so wenige Neuansiedlungen von Schutzbedürftigen in den letzten Jahrzehnten wie in diesem Jahr. Gut, Corona. Aber auch im letzten Jahr gab es kaum Neuansiedlungen von Schutzbedürftigen. Weniger als die Hälfte im Vergleich zu 2016. Kein Vergleich mit den Zeiten zur Zeit der, also in den 80er Jahren, zur Zeit der Krise in Südostasien. Wenn Deutschland sagen würde, wir bauen eine Koalition mit anderen Ländern, die sich jetzt bereits aktiv da zeigen, beteiligen. Kanada ist das Land mit den meisten Aufnahmen durch Neuansiedlungen von Flüchtlingen weltweit. Das sollte ein Vorbild sein. Kanada nimmt jedes Jahr 30.000 Flüchtlinge legal auf und hat ein System entwickelt, wie man das macht. Das darf auch nicht jahrelang dauern, wie bei den USA. Die USA haben das zurückgefahren, aber der jetzige Präsident spricht davon, im Jahr wieder 120.000 Menschen, Flüchtlinge aufnehmen zu wollen. Also Kanada 30.000, die USA 120.000. Wenn Deutschland, Frankreich, die Nordländer ähnlich viele Menschen aufnehmen würden wie Kanada, also nicht irgendwas Utopisches, sondern ähnlich viele wie Kanada. Und wenn wir dazu, wie in Kanada, auf die Unterstützungsbereitschaft von Bürgern, von Gemeinden, von Städten, von Kirchen setzen, also auch ein System von außen unterstützter, staatlich unterstützter Patenschaften, also wo Leute sagen können, wir nehmen jetzt jemanden aus Moria oder aus Lesbos, aus der Türkei, aus Libyen oder irgendjemand, der bereits anerkannt ist als schutzbedürftig. Und diese Leute nehmen wir und der Staat unterstützt das. Dieses Projekt, ein Projekt von Neuansiedlungen zum 70. Jahrestag der Flüchtlingskonvention, wäre extrem wichtig. Und mein Traum wäre ein Gipfel vielleicht noch im Sommer. Trudeau, Biden, Merkel, die Schweden, die Franzosen, die sagen, wir appellieren an die ganze Welt, vergesst nicht, 2018 gab es diesen wunderbaren Kompakt. Jetzt gehen wir ran und wir wollen zeigen, dass es legale Wege für Flüchtlinge gibt. Aber Gerald, es gibt ja jede Menge Städte auch in Deutschland, die längst gesagt haben, wir nehmen Leute auf. Ja. Wir sind bereit. Warum dringt es nicht vor? Absolut. Warum ist das keine Lösung? Weil wir falsch darüber reden. Wir diskutieren darüber nicht als Teil eines Konzepts. Also es wirkt jetzt so, der Innenminister wirkt manchmal so und er ist da nicht der Einzige in Deutschland. Wir brauchen da viele Parteien, die da zustimmen. Aber er wirkt manchmal so, als würde er denken, wenn wir jetzt den Städten, wenn Berlin 2000 Menschen nehmen will, wenn Nordrhein-Westfalen 5000 Menschen nehmen will, wenn Nürnberg 500 nehmen will, dann ist das ein Öffnen der Tore und dann kann man die Tore nicht mehr schließen. Und vor allem, es führt dazu, dass mehr Leute kommen. Kanada zeigt, dass es nicht so sein muss. Wenn Deutschland ähnlich viele, wenn deutsche Städte und Länder und Kirchen die Gelegenheit bekämen, jedes Jahr auf Eigeninitiative zu sagen, wir wollen helfen. Der Bund finanziert das, die EU könnte das idealerweise sogar mitfinanzieren, also einem EU-Fonds, aber wir engagieren uns für Leute. Die ganzen Helfernetzwerke, die es gibt, sind ein unglaubliches Kapital in Deutschland. Die Bereitschaft ist ja da. Die Kapazitäten gibt es in vielen Städten. Wenn die sagen würden, wir helfen und der Bund würde jedes Jahr sagen, okay, 0,05% der Bevölkerung, wie in Kanada, für Patenschaften, wo sich Menschen melden können.
dann wären das in Deutschland über 40.000 Menschen im Jahr. Das wäre 80 Mal das jetzige Pilotprojekt, das ja läuft für 500 Menschen, das sogenannte Nest vom Innenministerium, dem BAMF und anderen. 40.000 Menschen im Jahr, die man dann holen könnte. Wenn dann der Staat nochmal 20.000 im Jahr dazu nimmt, wie Kanada, ein Drittel hilft der Staat, dann hätten wir ein Programm, das in Kanada seit Jahrzehnten läuft, das politisch extrem populär ist, weil durch die Patenschaften ganz viele in der Bevölkerung verbunden sind mit dem Programm. Sie kennen jemanden. Das ist nicht der Staat, der das nur alleine abwickelt. Dann muss dieses Programm doch aber, jetzt läuft hier unser Q&A heiß. Also was heißt das? Dass wir dann in solche legalen Wege nur Menschen bringen, die schutzbedürftig sind, also die ein Asylverfahren durchlaufen haben? Holen wir die Leute aus den griechischen Inseln ab? Dort sind ja die Asylverfahren eben noch nicht gelaufen oder noch Einsprüche und so weiter. Also was, von wem reden wir bei diesen legalen Wegen? Also legale Wege für Flüchtlinge oder für Schutzbedürftige bedürfen einer Entscheidung, dass jemand schutzbedürftig ist. Kanada hat getrennt davon, das muss man sehr stark unterscheiden, Migrationskanäle, vollkommen etwas anderes. Bei Migrationspolitik geht es darum, wen will das Land aufnehmen? Da überlegen Sie sich, die Kanadier, die Australier, nach einem Punktesystem, wen hätten Sie gerne in Ihrem Land? Da nehmen Sie sehr viele Menschen auf. Das Programm von Resettlement ist für Flüchtlinge. Es ist etwas anderes. Da geht es auch nicht um eine Kosten- und Nutzenrechnung. Und da gibt es die Möglichkeit für die Zivilgesellschaft in Kanada, sich zu engagieren. Und dieses Programm soll, es gibt immer mehr Länder, die sich das ansehen, die das kopieren wollen. Aber wenn ein Land wie Deutschland hier einsteigt, hätte das eine elektrisierende Wirkung. Dann, man müsste es schaffen, ich habe sie auch eine Zahl in meinem Buch, in den letzten 7 Jahren hat Luxemburg von UNHCR so viele von UNHCR anerkannte Flüchtlinge durch Resettlement aufgenommen, wie ganz Asien, wie ganz Südamerika. Also es geht auch hier darum, mehr Länder zu überzeugen, mitzumachen. Aber dazu muss man vorangehen. Das heißt aber, man braucht eine Feststellung der Schutzbedürftigkeit. Im Falle Kanadas macht das nicht nur der UNHCR, sondern auch die Kanadier haben ein System und hier könnte eine Koalition vorangehen. Aber die griechischen Inseln, weil du sie angesprochen hast, seit Monaten laufen dort Asylverfahren. Die Bedingungen sind schrecklich, aber die Anerkennungsquoten sind nicht so niedrig. Also in Griechenland bekommen, ich glaube derzeit 70% der Afghanen bekommen Schutz in erster Instanz. Diese Menschen sind anerkannt als schutzbedürftig. Man könnte sagen, ja, diese Menschen, anstatt dass wir darauf warten, dass sie von den Griechen durch schlechte Behandlung den Anreiz bekommen, sowieso weiterzuziehen, holen wir sie. Man könnte aber auch aus dem Libanon oder aus der Türkei Schutzbedürftige holen. Warum sollen sie zuerst in Boote steigen müssen? Und wenn das eine Gruppe von Staaten macht, dann hätten wir ein Signal, wo am Ende mehr Kontrolle, aber vor allem wir entkommen diesem Pendel, dieser Pendelbewegung, wo wir für kurze Zeit enorme Empathie haben, dann die Kontrolle verlieren und dann ganz zumachen. Und ich hatte viele Debatten in den letzten Monaten, öffentlich auch, eine Fernsehdebatte mit Sebastian Kurz in Österreich, wo Sebastian Kurz sagt, wir nehmen nicht ein Kind von den griechischen Inseln, denn wir brauchen die Abschreckung. Also das Abschreckung hat er nicht gesagt, das habe ich dazu gedacht. Er hat gesagt, wenn wir ein Kind nehmen würden, würden mehr Leute kommen. Und das Problem ist, wir haben jetzt die Grünen in der Regierung in Österreich, aber sie waren bis jetzt nicht in der Lage, diese Politik ihrer Koalition in eine andere Richtung zu bewegen. Aber ich frage nochmal ganz konkret, weil die Frage steht jetzt auch im Q&A. Gäbe es die Möglichkeit eines Reloads einer Lösung für die Ägäis? Ja, absolut. Also die alten Vorschläge sind gescheitert. Also wir kannten das Instrument, ne? Auch eine Art Stichtagsregelung, dann Prüfverfahren, dann Rückführung von Menschen von den Inseln in die Türkei, nachdem es den Türkei-Deal gab. All das hat ja nicht funktioniert, weil A, die Asylverfahren, so schreibt es im Buch, nicht zügig genug gelaufen sind und B, weil letztlich niemand abgenommen wurde von keiner der beiden Seiten. Also dieses ganze Konstrukt
ist. Nein, es wurden ja Leute abgenommen. Also diese Geschichte, erzähl sie selber, weil. Ich würde ja eher, da hoffe ich ja, dass die Leute sich die Zeit, also wer Interesse hat. Aber mir geht es um die Frage, gibt es eine Möglichkeit, es gibt in der jetzigen Lösung. Situation einen Reload, also nochmal einen Vorstoß zu wagen und wer also würde da mitmachen? Das Erste, was wir feststellen müssen, ist, dass sehr, sehr viele Leute, die jetzt auf den griechischen Inseln sind, also bereits, wir wissen, die bekommen Schutz. Es sind anerkannte Flüchtlinge in diesem Kara Tepe 2, in diesem schrecklichen Lager, wo wir die Bilder gesehen haben. Jeder muss dieses Lager verlassen, denn dieses Lager ist Folter. Also das ist genau das, was die Australier, die auf Nauru oder Papua Neuguinea waren, beschrieben haben. Jeder müsste heute evakuiert werden. Natürlich könnten wir diese 10.000 Leute, 20.000 Leute von den Inseln, die jetzt dort sind, innerhalb weniger Tage evakuieren, wenn wir wollten. Und natürlich gelingt uns das nur dann, wenn wir den Griechen einen Weg zeigen, was dann passiert. Denn was die Griechen klar sagen, jedem Innenminister in Europa, und das würden sie auch einem grünen Innenminister sagen, ist, hört mal, wenn ihr da jetzt ein paar tausend Leute nehmt und dann kommen aber gleich viele nach, nehmt ihr die dann auch? Und wenn dann ein Innenminister in Deutschland sagt, ja, wir nehmen jeden, der kommt, das wird kein Innenminister Deutschland sagen. Wir brauchen also schon ein Verfahren, das entscheidet, wer in der EU Schutz braucht. Dann werden die Griechen sagen, ja gut, ihr nehmt die, die Schutz brauchen und die anderen bleiben alle hier. Was machen wir mit denen? Wir sind gegen Umverteilung. Das ist letztlich das wahre Kalkül von vielen Ländern im Mittelmeer, die Angst haben, dass sie dann mit denen, die keinen Schutz brauchen, die dann niemand in der EU aufnimmt, alleingelassen werden. Das heißt, wir brauchen hier eine überzeugende Antwort. Die Antwort müsste sein, wir unterstützen die Flüchtlinge in der Türkei. Wir arbeiten mit der Türkei zusammen, dass die, die keinen Schutz brauchen, zurückgenommen werden. Aber dazu brauchen wir Garantien in der Türkei, wie die Leute behandelt werden. Das hat UNHCR sogar im kommunistischen Vietnam geschafft. Ich beschreibe das in meinem Buch. Das ist eine Frage des Willens. Und wir unterstützen die Türken natürlich finanziell für die Leute, die sie aufgenommen haben. Aber die, die kommen, kriegen ein faires Asylverfahren. Und die, die Schutz brauchen, die nicht in der Türkei sicher sind, Afghanen kriegen derzeit in der Türkei kein faires Verfahren. Also die kann man nicht einfach zurückschicken und sagen, ihr macht das Verfahren. Das müssen wir machen. Bei Syrern ist es anders. Da muss man prüfen, ob sie individuell verfolgt sind. Aber all das beschreibe ich in meinem Buch. Aber letztlich brauchen wir einen Plan, der die Griechen überzeugt. Und zwar nicht nur diese Regierung, sondern auch die Syriza-Regierung. Wenn uns das nicht gelingt, dann können wir noch so viele Berichte sehen, die uns bewegen, noch so viel Empathie in Deutschland spüren. Dann wird sich an der Lage in Griechenland nichts ändern. So wie sich an der Lage Kroatien-Bosniens nichts ändert. Und dann am Ende werden wir zwar viele Gerichtsurteile haben, noch eine Weile, die das verurteilen, aber die werden nicht umgesetzt, bis die Gerichte ihre Jurisprudenz ändern. Das ist die extrem realistische Gefahr, vor der wir stehen. Wir brauchen also eine Lösung. Am besten wäre es, wir würden aus der Türkei eine größere Zahl von Schutzbedürftigen aufnehmen, Familienzusammenführung, alle die wir sowieso nicht zurückschicken dürfen. Und wir würden aber erklären in Deutschland, dass das Teil wäre eines Konzepts, wo wir nicht die Kontrolle verlieren. Muss man ja vielleicht auch nochmal sagen, dass die Türkei ja auch alleingelassen ist. Also Zahlungen in die Türkei erfolgen ja gar nicht mehr von Seiten Brüssels, richtig? Naja, es wurde den Türken, also um das nochmal zu sagen, der globale Kompakt für Flüchtlinge sagt, ein Hauptziel ist es, Erstaufnahmeländern zu helfen. Da hat jeder was davon. Die Flüchtlinge, die Erstaufnahmeländer und auch andere Zielländer. Denn wenn Syrer in der Türkei ihre Kinder in die Schule schicken, wenn Syrer in Jordanien eine Chance haben, eine Existenz aufzubauen und nicht in irgendwelchen Lagern zu sitzen und dort Jahrzehnte keine Perspektive zu haben, das ist im globalen Kompakt für Flüchtlinge extrem genau beschrieben, was wir machen sollten. Wir tun es nur nicht genug. Also auch da, ich bin ja Mitglied dieser Fluchtursachenkommission der Bundesregierung. Und da haben wir extrem interessante Gespräche. Da kommt ja auch irgendwann bald ein Bericht. Ich will da nicht alles verraten, aber ich hoffe, dass wir da auch eine klare Botschaft haben, wie man Erstaufnahmeländern wirklich helfen kann. Das, was wir für Syrien und der Türkei finanziell 4 Jahre lang geleistet haben, Unterstützung, Zugang fürs Gesundheitswesen, keine Menschen in den Lagern, also nicht Menschen für Jahrzehnte in irgendwelche Lager sperren, wo sie dann in Lagerschulen gehen, Integration in die Schulen, Sozialhilfe für 1,7 Millionen Menschen,
jeden Monat von der EU finanziert, was wir mit dem Kompakt für Jordanien gemacht haben, das müssen wir jedem Erstaufnahmeland für Flüchtlinge für die ersten 10 Jahre garantieren. Gerald, jetzt gibt es dazu konkret die Frage zu Migrationsdiplomatie. Was macht es besser, wenn die Rechte von Geflüchteten jenseits der EU-Außengrenzen verletzt werden? Zum Beispiel Türkei, Marokko, Libyen. Dass man es in Europa dann weniger mitbekommt? Derzeit verletzen Europäer die Rechte auf eine Art und Weise, die die türkische Öffentlichkeit schockiert. Also ich kann vorlesen Zitate aus türkischen Medien über die Situation in Griechenland. Und die zitieren den Spiegel, die Süddeutsche. Wenn in Deutschland über Moria oder Lesbos gesprochen wird, dann lesen das auch die Türken und die sagen, ihr wollt ein Vorbild sein? Und das bedeutet, dass Europa derzeit weltweit ein Signal sendet, so gehen wir mit Schutzbedürftigen um. Und dieses Signal ist eine Schande. Wenn wir das ändern wollen, es geht gar nicht darum, was irgendwo weit weg passiert, das passiert hier bei uns. Wenn wir das in den nächsten 2 Jahren nicht ändern, wenn wir mit einer viel größeren Zahl als Australien auf eine australische Lösung setzen, dann hat Europa keine Glaubwürdigkeit mehr weltweit, um für die Werte, die ja theoretisch auch bei uns immer noch recht sind, zu werben. Das heißt, nein, es geht nicht darum, es geht im Gegenteil darum. Ich erkläre es ganz konkret, ein Vorschlag in meinem Buch über Marokko. Wir einigen uns mit Marokko über Folgendes. Wir sagen den Marokkanern, wir sind bereit, euch das zu bieten, was wir den Ukrainern und den Balkanländern angeboten haben. Wenn ihr Bedingungen erfüllt, Aufbau eines Asylsystems in Marokko, das war eine Bedingung für die Ukraine, Rücknahme von Ausreisepflichtigen, wir entscheiden, wen wir zurückschicken, aber ihr nehmt sie sofort, wenn sie ausreisepflichtig sind. Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen und Menschenrechte. Keine Folter, keine Misshandlungen in Marokko. Das müssen wir überprüfen können. Dann bieten wir euch Visa-Liberalisierung für eure Reisenden, so wie in der Ukraine. Dann können Marokkaner oder Tunesier, so wie bis Anfang der Mitte der 80er Jahre, da konnten sie es nach Spanien oder auch nach Italien sogar bis Anfang der 90er Jahre, visafrei einreisen. Wenn ihr diese Dinge macht, dann können wir Menschen mit gutem Gewissen, die keinen Schutz in der EU brauchen, zurückschicken. Dafür nehmen wir aus Marokko mehr Menschen auf. So, ist das utopisch? Nein. Genau so etwas hat die amerikanische Regierung von Bill Clinton mit, also abzüglich der Asylverfahren, aber legale Wege Kuba angeboten, 1995. Dafür hat Kuba Kubaner, die keinen Schutz brauchen, zurückgenommen. Die Zahl der Menschen in den Booten ist drastisch gefallen. Jedes Jahr erhielten 20.000 Kubaner in dem Fall sogar eine Aufenthaltsgenehmigung. Wir reden hier über Visa-Liberalisierung für Touristen. Ist das realistisch? Ich gebe in meinem Buch viele Argumente für Innenminister in Europa, warum die Ukraine, die ein Erfolg ist in dieser Hinsicht, Ukrainer reisen visafrei seit 2017, die Ukraine ist ärmer als Marokko pro Kopf, größer als Marokko und hat einen Krieg. Trotzdem hat das funktioniert. Also wir müssen die Idee von legaler Mobilität, von mehr Austausch, dass kein Marokkaner mehr in ein Boot steigen muss, dass es die Möglichkeit gibt, legal zu reisen, dass aber die, die keinen Schutz brauchen, die, die irregulär kommen, nach einem Verfahren, wenn sie einen Antrag stellen, schnell zurückgeschickt werden können. Das wäre eine humane Politik. Ich möchte noch 2 Fragen aus dem Chat zum Abschluss an dich stellen und dann mit Blick auf die Uhr auch ein Ende setzen unseres Gesprächs heute, damit Menschen dann vielleicht neugierig geworden in dem Buch weiterlesen. Einmal gab es die Frage, du machst, das sind sehr viele Empfehlungen an die Politik, an den Innenminister, an Parteien. Wie sehr bist du im Gespräch? Also wie stark siehst du die Möglichkeit, deine Lösungsvorschläge auch in Bundestagsparteien hineinzutragen? Bist du da in Gesprächen? Wo siehst du, vielleicht muss ich jetzt beifügen als grüne Stiftung, die das heute hier ausrichtet, das Webinar, wo siehst du da die Grünen? Und dann noch eine sehr konkrete Frage eines Teilnehmers im Chat. Was soll er tun? Als Einzelner, als Bürger? Ja. Und sehr vielleicht erklärt. Beides kurz, Gerald. Beides kurz. Erstes, ja, ich rede mit sehr, sehr vielen Politikern. Ich
versuche dafür zu werben. Ich glaube, wenn man es ganz stark vereinfacht, eines der größten Hindernisse, ich würde zwei Dinge hervorheben, fehlender Abschiebungsrealismus, dass viele immer noch glauben, gerade in Deutschland, und das sagen übrigens in allen Parteien, die ausreisepflichtig sind, müssten wir eigentlich alle abschieben. Das sagen sehr, sehr viele. Das ist unrealistisch. Und fehlender Europarealismus, dass immer noch viele sagen, wir müssen eine europäische Lösung finden, wo alle mitmachen. Das wird nicht passieren. Aber das sehe ich ein Problem, und zwar auch quer in vielen Parteien. Aber ich rede mit, ich nehme jede Einladung an, jedes Bundestagsabgeordneten in Wahlkreise zu kommen, darüber zu diskutieren. Ich war in Freiburg auf Einladung einer grünen Abgeordneten. Ich war in Lörrach auf Einladung eines CDU-Abgeordneten. Ich war eingeladen jetzt von einem SPD-Innenpolitiker, Helge Lind, im Wuppertal. Der Corona kam dazwischen. Ich spreche mit allen Fraktionen. Ich spreche mit dem Innenministerium, mit dem BMZ, mit dem Kanzleramt. Ich war von Josep Borrell eingeladen, diese Vorschläge in Madrid letztes Jahr zu präsentieren, auch im Innenministerium in Spanien. Aber das Problem ist, es reicht nicht, dass irgendeine Denkfabrik, es reicht nicht, dass irgendein paar, auch die mächtigsten NGOs, und das sind wir ja nicht, große NGOs mit vielen Mitgliedern, wir müssen Politiker überzeugen, dass sie mit so einem Konzept nicht nur ihre Wähler überzeugen können, das ist wichtig, aber dass sie es dann auch umsetzen können. Denn das Gefährlichste ist es, etwas zu versprechen und dann, kaum ist man an der Macht, erst dann zu bemerken, das geht so gar nicht, denn dann wirkt man sehr schnell als Heuchler. Also ich versuche vielen Politikern zu sagen, welche Konzepte auch wirken könnten. Und wenn ich eine Einladung bekomme, dann gehe ich hin und rede darüber. Aber ich hoffe natürlich, dass die Grünen, alle, die Einfluss haben, ebenfalls auf umsetzbare, aber eben humane Grenzen drängen. Denn es ist dringend. Ja, und was kann jeder Einzelne tun? Abgesehen davon, die Debatte, denn es geht letztlich ohne Unterstützung einer breiten Öffentlichkeit geht es nicht, die Debatte zu versachlichen, aber die Ideale nicht aufzugeben. Zu erinnern, woher diese Idee der unantastbaren Menschenwürde kommt. Die gab es nicht in den 40er Jahren in den europäischen Verfassungen. Die haben wir heute. Okay, darüber zu reden ist wichtig, aber konkret, es gibt ein Pilotprojekt der Bundesregierung, NEST, für Neuansiedlungen. Darauf zu drängen, dass etwa Parteien in ihren Wahlprogrammen fürs nächste Jahr sagen, wir wollen ein NEST mal 50, mal 80, nicht 500, sondern 40.000 als Ziel. Wir wollen, dass Kommunen und Städte die Leute aufnehmen, das können. Und ich als Individuum, ich informiere mich, wie das geht und melde mich jetzt schon an und versuche zu helfen. Diese Möglichkeit gibt es. Genau, und es gibt jede Menge Initiativen, denen man sich auch zivilgesellschaftlich anschließen kann, von Seebrücke über die Städtegeschichten, die ich schon erwähnt habe, die stark zu machen, die weiter zu stärken. Lösungen versachlichen, hast du auch gesagt. Ich will zum Schluss kommen, lieber Gerald. Ich habe mir noch mal die Rezensionen auch zum Buch angeschaut und wollte schließen mit einer Rezension auch aus dem Deutschlandfunk, die über dein Buch sehr viel Lob ausgeschüttet hat, um dann kritisch einzufügen, bei allem Realismus sind seine, nämlich deine Rezepte, wohl nur mit einer Beimischung von viel Optimismus und gutem Willen wirksam. Kannst du mit der Äußerung leben? Absolut. Also wer sich ansieht, was in den letzten Jahren in Australien, in den USA, weltweit, in Europa passiert ist, der braucht Optimismus. Also der Optimismus muss auf Beispielen beruhen. Wir müssen uns Mut machen, indem wir zeigen, dass Dinge schon mal funktioniert haben. Darum ist mein Buch voller Beispiele. Was möglich war, was man verbessern könnte, weil es schon mal geklappt hat, wo man aufbauen kann. Aber ohne Vertrauen, dass es möglich ist, hätte Deutschland das 2015 und 2016 nicht bewältigt. Hätte es die Neuansiedlungen aus Südostasien nicht gegeben, wäre die Flüchtlingskonvention 1951 nicht entstanden. Das war wenige Jahre nach der grausamsten Zeit für Leute auf der Flucht. Und trotzdem wurde eine radikale Idee hineingeschrieben. Und zu hoffen, dass diese Idee nicht an ihrem 70. Geburtstag stirbt, da braucht man Optimismus. Aber wir sind ja nicht alleine, es gibt ja so viele und Deutschland ist, ich sage das als Nicht-Deutscher,
Deutschland hat hier eine öffentliche Debatte, eine politische Unterstützung in der Bevölkerung für eine Politik der humanen Grenzen und eine und Dinge gemacht, die Glaubwürdigkeit schaffen, also eine Glaubwürdigkeit, die auf Taten beruht. Das ist ein unglaubliches Kapital. Deutschland könnte hier ein Leuchtturm sein. Und letztlich hängt es, ist keine Übertreibung, auch ein bisschen davon ab, wie Deutschland hier vorangeht, ob diese Flüchtlingskonvention in Europa und weltweit in 10 Jahren noch ein wichtiges Dokument ist. Vielen Dank. Mit diesem vielleicht radikalen Optimismus zu schließen, tut ganz gut in dieser Zeit. Ernüchternder Bilder, vieler schrecklicher Nachrichten, die Pandemie, die auch für Migranten und Flüchtlinge alles nochmal schwerer macht, nicht nur unser Leben. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich hoffe, dass viele der Teilnehmer Lust bekommen haben, auch wenn sie anders denken, doch in das Buch hineinzuschauen, das Buch zu lesen. Es sind viele sehr gute Ansätze, Lösungsansätze drin, sehr tolle zeitgeschichtliche Rückblicke, die uns Lehren bieten aus der Geschichte. Die Buchläden sind noch auf. Ich mache jetzt nochmal zum Abschluss, wie sich das gehört, Werbung. Kaufen Sie sich das Buch, lesen Sie es nicht, weil wir alle gleichgesinnt durch die Debattenräume ziehen. Auch das heute sollte einfach ein Anstoß sein, weiter über die Problematik nachzudenken, viel über konkrete Lösungen nachzudenken. Dafür, Gerald, bist du uns bekannt und bleibst du geschätzt. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir und ich danke der Stiftung. Vielen Dank an alle und alle, die zugehört haben. Bleiben wir in Kontakt. Ich möchte auch noch ganz kurz zum Abschluss den Übersetzerinnen danken, die uns möglich gemacht hat, das auch für Menschen, die des Deutschen nicht mächtig sind, zu verständlich zu machen. Und Maria Kind aus meinem Team und noch Antonia Nord natürlich für die nette Begrüßung und das möglich machen dieses Gesprächs. Vielen Dank und bleiben Sie gesund, gehabt euch wohl. Schöne Weihnachten. Tschüss.